herzlich willkommen. Da bin ich wieder, die Sue. Heute habe ich euch mal was ganz Tolles mitgebracht. Der eine oder andere wird da garantiert schon mal sich nach erkundigt haben, weil es eigentlich eine ganz tolle Sache ist. Ich habe euch heute ein Endoskop mitgebracht. Und zwar, ich packe einfach erstmal aus, ne? Damit ihr seht, was es ist. Nicht jeder kann mit Endoskop vielleicht was anfangen. So. Da haben wir das gute Stück nämlich schon. Ich würde das einfach mal in die Kamera halten. Das wird so mit Koffer, gebracht. Koffer, Ladekabel, Gebrauchsanleitung. Die Gebrauchsanleitung habe ich tatsächlich schon hier draußen liegen, weil wir das Ganze schon ein paar Mal benutzt haben und es für gut befunden haben. Dementsprechend möchte ich euch das gerne vorstellen. Also, ich nehme es jetzt einfach mal raus. Es ist ein Endoskop. Wir haben es, Sekunde, ich würde den Koffer einfach mal beiseite packen. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das, was wir euch oder was ich euch jetzt hier zeige, ist ein Endoskop mit 2 Meter langem Kameraseil, würde ich es einfach mal nennen, und einem Kameradurchmesser von 6 mm. Ne? Wir benutzen dieses Endoskop zum Beispiel dafür, um beim Kfz gewisse Dinge zu prüfen, zum Beispiel um sich die Kolben oder die Ventile im Motorraum anzuschauen. Das sind halt so Sachen, wo man sonst einfach nicht hinkommt, um sich das gescheit anzuschauen, und mit so einem Gerät ist es einfach optimal. So, ich würde sagen, ich werde mich jetzt etwas hier so ein bisschen drehen, damit ihr das vielleicht auch recht gut sehen könnt, wenn ich das jetzt anmache. Ich weiß nicht, ob die Kamera einmal kurz die Position wechseln möchte, damit ihr auch mit einem Blick auf das Display habt. Kurz noch die Informationen zum Gerät. Wir haben eine 2-Megapixel-Kamera, ein 5-Zoll-Display. Ich denke, das ist erstmal so das Wichtigste. Wir haben hier oben, sieht die Kamera das gut? Ich ist total. Also so haben wir noch nie ein Video aufgenommen, deshalb sind wir etwas... Okay. So, wir machen das Ganze jetzt einmal an. So, da haben wir das Gute. Das Display, hier haben wir alle nötigen Informationen. Wir haben mit diesem Gerät die Möglichkeit, Fotos zu machen oder auch ein Video aufzunehmen. Hier oben wird uns immer angezeigt im Display, ob es Foto- oder Videomodus ist. Hier oben haben wir die Temperatur der Kamera vorne, weil diese sich zum Beispiel bei einer Temperatur von 85 Grad automatisch abschalten würde, bis sie sich wieder abkühlt, um dann weiter zu filmen oder aufzunehmen. Daneben haben wir die Lichteinstellung, also wie jetzt, man hat verschiedene Möglichkeiten, also entweder, ich würde das einmal drehen, damit ihr das auch seht, also jetzt hier haben wir zum Beispiel Licht an, man hat die Möglichkeit volle Lichtintensität, halbe Lichtintensität oder eben das Licht auch auszumachen. Daneben haben wir ein Zeichen für eine SD-Karte, jetzt aktuell ist keine SD-Karte eingelegt, aber man hätte die Möglichkeit, eine SD-Karte einzulegen. Ich mache mal die Lampe woanders hin. Eine SD-Karte einzulegen, um Fotos und Videos sich hinterher auch zum Beispiel auf dem PC anzuschauen. Dann ist das Ganze akkubetrieben. Daneben haben wir die Anzeige vom Akku. Das Gerät wird ganz normal mit einem USB-C-Ladegerät geladen. Das Kabel ist im Lieferumfang auch enthalten. Der Stecker natürlich nicht, aber das ist ja mittlerweile immer so. Und hier unten haben wir noch Datum und Uhrzeit. So, dann würde ich einfach sagen, ich zeige euch so ein paar Funktionen von dem Gerät. Also hier haben wir ganz normal mal die Einstellungen. Okay. Aber komm mal näher zu mir. Ein bisschen tiefer. Ja. Ja, sollte man. Ja, jetzt sieht man. Okay. Hier hat man also dann die verschiedenen Einstellungen im Menü, ob es jetzt Datum, Uhrzeit, automatisches Herunterfahren, Spracheinstellungen. Also dieses Gerät wird mit verschiedenen Sprachen geliefert, also zum Beispiel Englisch, Chinesisch, Deutsch. Es waren 5 oder 6 Sprachen, müsste ich jetzt in der Anleitung nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Dann gehen wir hier einmal wieder raus. Dann haben wir hier neben, haben wir entweder die Möglichkeit, das Licht, die Intensität des Lichtes einzustellen. Das wäre jetzt halbe Kraft, noch weniger oder eben aus. Ich zeige euch das jetzt nicht, weil ich denke, das würde wahrscheinlich blenden.
Ich zeige euch das gleich, wenn ich euch einmal vorführe, wie das aussieht, wenn ich es einfach in den. Ich habe jetzt mal einen Shaker dahingestellt, egal einfach wo man reingehen kann. Ne? Wenn man das Ganze hier lange gedrückt hält, hat man die Möglichkeit zu zoomen. Also 1,3 mal, 1,5 mal oder eben das Ganze ohne Zoom. Na, dann haben wir hier die Möglichkeit, halt Fotos aufzunehmen. Wie gesagt, ich habe jetzt aktuell gerade keine SD-Karte drin, deshalb wird er mir das, doch ein Foto hat er aufgenommen. Bei dem Video würde er jetzt meckern und würde sagen, es ist keine SD-Karte drin. Und kurioserweise, ich weiß leider auch nicht warum, egal wann man das Gerät anschaltet, es ist die Kamera immer auf dem Kopf. Also wenn man hier einmal drückt, zack, dann würde sich das Bild auch einmal richtig rumdrehen. Na? Hier hat man die Möglichkeiten, verschiedene Modis auszuwählen, also Foto, Video oder eben wenn eine SD-Karte drin ist, kann man sich hier auch die Bilder oder Videos anschauen, also quasi wie Archiv. Na? Hier unten mit dem Drehrädchen bewegen wir vorne die Spitze des Endoskops. Ich habe jetzt das Licht extra mal ausgemacht, damit ich euch das auch ganz gut in der Kamera zeigen kann. Also hier haben wir die Möglichkeit, bis zu 70 Grad Sichtfeld der Kamera das Ganze dann einmal rechts und links schnubbeln zu lassen. Ne? So. Ja, aber der biegt sich ja 180 Grad. Aber wir haben ein Kamerasichtfeld. Ja, aber das Biegen ist 180 Grad. Ja, hast du völlig recht. Ne? Und dann kannst du auch noch drehen mit der Hand. Kannst du dann auch noch quasi in 42 Grad drehen. Ah, okay. Gut, also wie ihr euch vorstellen könnt, 360 Grad. 360 Grad drin. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, benutze ich dieses Endoskop nicht so häufig. Ne? Das ist halt ein Männerspielzeug. Ich habe jetzt einfach mal hier so einen handelsüblichen Shaker genommen, damit ich euch auch zeigen kann. So, jetzt wird es spannend. Warte, ich mache jetzt erstmal Licht aus. Genau. Licht aus. Dann würde ich jetzt einmal hier reingehen. Na, das wird ja jetzt spannend. Sekunde. So. Da brauchst du nicht ganz runter. Nee, will ich ja nicht, aber ich will euch. Stell den Becher da auf den Boden. Ach, das wäre ja viel einfacher. Ja, auf so super Ideen kommen wir Frauen nicht. Dafür brauchen wir Männer. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut sehen. Warte. Ich halte den Becher mal fest. So, jetzt würde ich mal das Licht anmachen. Moment, der liegt jetzt unten am Boden, deshalb seht ihr das nicht. So. Na, das wäre jetzt volle Intensität. Warte. Ja, jetzt. Halbe Intensität ja. Und Licht aus, dann sehen wir gar nichts. Ne? So, machen wir das Licht wieder an. Nochmal ein weniger. Genau. So seht ihr es besser, ja? So, dann haben wir jetzt die Möglichkeit natürlich, ich sehe quasi nichts, ich bin blind unterwegs, ich bitte um Entschuldigung. Seht ihr, guck mal, ne? Da oben ist die Öffnung, könnt ihr das sehen? Ja, ja. Wo die Kamera rein ist. Also man hat wirklich die Möglichkeit, das Ganze, das ist jetzt hier gerade ein bisschen total bescheuert. Ja. Aber es ist ja nur zur Demonstration, damit ihr seht, was da alles möglich ist. Jetzt könnten wir hier drauf drücken, würden ein Foto davon machen. Oh, Moment, ich gehe jetzt einmal wieder ganz normal hier raus. So. Sagen, die Kamera kann sich wieder nach hinten justieren, genau, damit ihr mich auch wieder seht, sonst ist das Ganze ja langweilig. Ne? So, machen wir mal das Licht hier aus. So, also es ist eine super Praxis. Das war jetzt ein bisschen umständlich, aber normalerweise hat man ja auch keinen Becher, den man dann noch mit den Füßen versucht festzuhalten, um euch zu demonstrieren, dass man damit in kleine Öffnungen schauen kann. Ne? Also, wir benutzen das, um im Motorraum reinzuschauen. Jetzt habe ich mich schon wieder selbst hier reingeritten. Ich würde das jetzt auch mal kurz hier ausmachen, so, damit wir da den Akku nicht verschwenden. Also ich finde es eine recht super Sache, einfach um in kleine Öffnungen schauen zu können, wo man sonst nicht reinschauen kann, wie wir zum Beispiel in den Motorraum. Ne? Also man dreht einfach eine Zündkerze raus und hat dann die Möglichkeit, durch dieses Endoskop das einzuführen und Dinge zu sehen, die man sonst halt so nicht sehen kann, wie zum Beispiel Kolbenventile oder ähnliches. Das Ganze gibt es in verschiedenen Ausführungen. Also wir haben jetzt eine 6 mm Kamera mit einem 2 m Kamerakabel. Oh, das sind 6 mm. Das, genau, hier vorne, das sind 6 mm. Ne? Oh, jetzt ist sie auch schon etwas warm geworden. Ne? Also durch die LED-Beleuchtung wird das Ganze etwas warm, steht auch so in der Anleitung drin. Und sobald die 85 Grad erreicht hat, schaltet die sich automatisch ab und geht auch wieder an, sobald es etwas abgekühlt ist. Ne?
Wie gesagt, wir haben 6 mm Kameradurchmesser vorne und 2 Meter Kabel dran. Das Ganze gibt es auch noch in 6 mm und 1 Meter Kabel oder eben in 8 mm vorne. Wir wollten jetzt unbedingt was Kleines, Schmales haben, um halt überall gut reinschauen zu können. In 8 mm in verschiedenen Kabellängen. Ne? Wir haben das Ganze bei Temu gekauft. Oh Wunder, oh welches. Sind von der Qualität auch echt super begeistert, weil wir haben jetzt um ein 100er dafür bezahlt, so Pi mal Daumen. Also aktuell ist es sogar im Angebot, aber es kommt ja immer drauf an, wann man reinschaut. Und wenn man das jetzt so bei anderen Herstellern kaufen würde, kann man locker das Doppelte dafür rechnen, wenn man damit überhaupt hinkommt. Ne? Dreifache sogar, sagt gerade der Kameramann. Ne? Also es ist eine super günstige Variante, für unsere Zwecke völlig ausreichend. Wie gesagt, wir haben ein 5 Zoll Display, haben 2 Megapixel Kamera. IP65 wasserdicht. Ach ja, IP65 wasserdicht und ölresistent. Habe ich noch was an Angaben vergessen? Nee, ich glaube nicht. Oder ich würde mal ganz schnell drauf fliegen, aber ich habe eh keine Brille auf. Das bringt also quasi gar nichts. Ist auch eigentlich egal. Also, genau, man hat hier an der Seite die Möglichkeit, ich mache das mal eben auch, das ist auch schön gelöst mit einer Lasche drüber, die Möglichkeit, eine SD-Karte einzuführen. Hier ist der Reset-Knopf. An der Kamera. Sieht man das? Ich kann das jetzt nicht abschätzen. Hat man die Möglichkeit, eine SD-Karte einzuführen. Hier befindet sich der Reset-Knopf. Sollte sich das Gerät mal aufgehangen haben, kann man damit einfach das Gerät neu starten lassen. Und da ist auch der Anschluss fürs USB-C-Kabel. Wie gesagt, Kabel ist im Lieferumfang mit enthalten. Stecker ist ja meistens nicht mehr mit dabei. Du kannst aber das Kabel USB anschließen und am Rechner auch. Und dann kannst du gleich von da aus die... Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also man kann entweder die, je nachdem, was man für einen PC hat, die SD-Karte rausnehmen und das auf dem PC spielen. Oder man hat halt direkt die Möglichkeit, per Kabel eine Datenübertragung an den PC zu starten, um sich halt die Aufnahmen, Videos, Bilder, je nachdem, was man gerade damit gemacht hat, auch in einem größeren Format auf den PC anzuschauen. Ne? Es ist 1920 mal 820, wie heißt das? Die Auflösung? Doch, steht hier, habe ich gelesen, bin ich mir hundertprozentig sicher. 1080, du hast völlig recht. Wir haben eine Auflösung von 1920 mal 1080. Ne? Also an sich muss ich ganz ehrlich sagen, für den Kurs ist ein super Gerät. Wir sind völlig zufrieden damit. Für unsere Zwecke auf jeden Fall ganz klar Daumen hoch, Preis-Leistung top. Man bekommt zur Aufbewahrung noch einen gescheiten Koffer mit dabei, damit das Ganze auch ordentlich in der Garage, Werkstatt oder ähnliches verstaut werden kann. Ja. Also wir haben mal geschaut und die anderen, die hier so, die man kaufen kann, kosten zwischen 300 und 400 Euro, genau. Haben aber eine 4 oder 5 Megapixel Kamera. Ja. Die Auflösung ist dann noch besser, ja. Aber braucht man für das, wie wir es nutzen, für das Auto, ist es nicht vonnöten, genau. Also wir kommen mit 2 Megapixel Kamera völlig zurecht. Ich denke, das muss halt auch jeder für sich selber entscheiden, ne? Für was er das Gerät benutzt und dementsprechend dann halt auch entscheiden, ob das für ihn ausreichend ist oder nicht. Für unsere Zwecke ist es super, für uns reicht es völlig. Ich werde euch wie immer unten in der Beschreibung den Link reinpacken, wo wir das Gerät erworben haben. Ja, dann würde ich sagen, war's das von mir für heute schon wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.